waren natürlich mehrere Angebote, gerade aus dem Amateurbereich. Irgendwie passte das jetzt vom Trainingsaufwand. Ich kann 5-6 Mal die Woche kann ich nicht mehr trainieren. Nicht, weil ich es körperlich nicht drauf habe, sondern weil es zeitlich nicht passt. Und das ist hier sehr, sehr gut gelöst und deswegen habe ich mich hierfür entschieden. Und ich kenne ein paar Jungs aus der Mannschaft, deswegen hat es ganz gut gepasst. Wurde natürlich eine Information zugespielt. Also es ist bestimmt schon 6-7 Wochen her, bis das Marius entweder nach Amerika geht oder dann hier in Hamburg bleibt. Und so kam ich einfach zu der Information. Und Marius sagte, er musste natürlich ein paar Sachen noch abklären für sich selber, weil Marius auch seinen Laden umgezogen ist, gesagt, okay, wir warten erstmal ab, bis das alles durch ist. Und da haben wir uns dann eben so verständigt, dass wir uns Ende August direkt vor der Woche, vor der Wechselfrist, eben uns nochmal unterhalten, ob wir es machen könnten oder nicht. Das ist unter anderem auch ein Grund, warum ich in Hamburg weiter Fußball spiele. Ich wollte ja gerne ins Ausland, das hat nicht geklappt, aber so ist es halt und deswegen mache ich jetzt hier in Hamburg weiter. Ja, ich will jetzt erstmal gut hier reinfinden in die Truppe. Ich hoffe, dass wir erfolgreich spielen. Die Jungs sind ja sehr gut gestartet in die Saison und ich hoffe, dass ich da meinen Teil zu beitragen kann, dass es so weitergeht. Also ich habe Bock, Fußball zu spielen. Ich habe Bock, auch erfolgreich zu sein und dafür werde ich ein bisschen was tun. Und dann hoffe ich, wie gesagt, dass ich der Mannschaft auch mit Toren helfen kann. Vielleicht auch irgendwie anders noch. Marius hat seine Tore gemacht, überall in seinen Verein, wo er gespielt hat. Und das erhoffen wir uns natürlich auch von ihm. Es ist gut, er hat ja 2 Monate nicht gespielt, muss natürlich auch wieder in den Rhythmus reinkommen. Aber nichtsdestotrotz erwarten wir natürlich durch seine Erfahrung, dass er natürlich auch die Spieler, die jüngeren Spieler bei uns, auch ein bisschen was zeigen kann und auch was mitbringen kann. Hier auch im Jugendbereich vielleicht einige ansprechen kann oder wie auch immer, um das natürlich auch für den VfR 93 auch sehr interessant zu machen. Das habe ich nie so gerne gemacht, irgendwelche Prognosen abzugeben. Ich hoffe natürlich, dass ich ein paar Mal knipsen werde, aber ich mache jetzt keine Zahl oder sage keine Zahl an. So und so viele Tore möchte ich machen, da bin ich nie gut mitgefahren und deswegen mache ich es nicht mehr.